Lied passt ja irgendwie. Frühling der Zukunft. Also Lied, was heißt Lied? Mix. Weil jetzt gerade zum Zeitpunkt der Aufnahme ist schon, naja, zumindest von der Temperatur her Frühling. Ah. Gegen die Russen. Und es. Also sagen wir es so, ich würde mich freuen, wenn das so enden würde, wie in echt das Hinspiel in der Champions League. Was ja ein glasklares 5, ach Quatsch, 4 zu 2 für Dortmund war. So, ja, lassen wir es so. Auf sich beruhen. Champions League gucke ich mir auch normal gerne in im kompletten 3D an. Und das war, ja, das war eine klare Ecke. Ein klares Abseits eher. So, Großkreuz. Also, Dortmund wieder im Vorwärtsdrang. Aber ich hoffe nicht, dass das jetzt ernsthaft gemeint ist, dass, eine Spielerfeier und einmal griechisch essen gehen. Dafür sorgt, dass aus einer Losermannschaft auf einmal ein Siegerteam wird. Das wäre dann ein bisschen zu einfach von EA. Mkhitaryan auf Aubameyang. Na ja, super. Anatoli Timoschuk, den kenne ich noch. Genauso wie Andrea Schawin. So, Gündogan. Lewandowski. Passt auf. Sollte ein Pass auf Aubameyang werden. Hoffe ich zumindest. So, Bender. Auf Ober. Warum steht der Aubameyang so weit vorne? Das steht ja noch weiter als der eigentliche Stürmer. Oh, Hulk. Gute Parade von Weidenfeller und. Was war das gerade von der Abwehr? Muss man allerdings auch ehrlich sagen, was war da doch vom Gegner? Der hatte ja noch mehr gepennt. So, wieder auf André Arshavin. Arshavin, der sp spielte der nicht auch mal so wie Timoschuk bei, Bayern? Oder war Timoschuk der Einzige? Muss ich jetzt nachgucken. Gut, gut geklärt. Hätte gefällig werden können. Aber, wie heißt es nicht so schön? Hätte, hätte, Fahrradkette und Kirch und daneben. Oh Gott. Ich meine, als Rechtsfuß mit links zu schießen. Kann ja schwer sein. Aber das war doch gerade echt nicht euer Ernst. Großkreuz. Einer. Aua. Dafür gibt's Gelb. Gut, hätte ich nicht gesagt. Aber Großkreuz ist ja anscheinend einer der Hauptvorbereiter für Lewandowski. Und ich meine, es steht noch 0 zu 0. Und ja. Ja, den Torwart kenne ich nicht. Wenigstens verwechsle ich ihn diesmal nicht. Und Aubameyang und schon wieder daneben. Was ist denn das heute? Aber wieder knapp. So. Sven Bender
auf Robert Lewandowski. Der hat es leider nicht geschafft. So, wieder Bender, der auf Lewandowski spielt, der auf Aubameyang, aua, weiterleitet. Und Lewandowski auf Aubameyang, der stand im Abseits. Das war klar zu sehen. Da hätte es ausnahmsweise noch nicht mal die Dings gebraucht, die Wiederholung. So, Lewandowski auf Aubameyang. Das ist irgendwie heute so die Standardkombination. So, Kerzakov, Lewandowski, diesmal nicht auf Aubameyang, Großkreuz, auf, ja, sollte eigentlich Aubameyang werden, war aber Lombards. Ui, und Mkhitaryan, den gibt's auch noch. So, Subotic ist nicht aggressiv genug und Sokrates kann klären. So, Aubameyang wieder. Auf Lewandowski. Diesmal andersrum. Und der hat keinen zum Anspielen. Von daher war es ein leichtes, den Ball abzunehmen. Schade. So. Wieder Dortmund im Vorwärtsgang. Jetzt wäre mal eine. Der ist irgendwie auf Abseits erpicht. Das ist der Einzige, der so oft im Abseits steht. Beziehungsweise, das ist der Einzige, der überhaupt im Abseits steht. Mit nach vorne ist gut, es ja, man kann es übertreiben, es gibt doch zu viel des Guten, wie es so schön heißt. Naja, gut. Hätte was werden können, wurde nix. So, Lewandowski. Das war erst recht nöscht. Der kam viel zu steil. Der Pass. So. Hey, wow. Sie haben es wieder in unsere Hälfte geschafft. Und. Bitte was? Wuff. Ach ja, okay. Ja. Muss man nicht gelb gehen, hat er aber gemacht. Und da hat sich bei mir gerade schon wieder alles gekräuselt. Oh, Pause. Oh. Okay. Also derzeit gibt es so in der ganzen Champions League einen Verlierer gerade. Alle anderen haben gleiche Punktzahl. Und der Verlierer ist PAOK Thessaloniki. Ich war gerade auf Athen aus. Warum auch immer. So, Lewandowski. Auf niemanden. Nee, weil bis auf Thessaloniki haben derzeit alle Teams 4 Punkte. Sofern ich mich. Nee, Quatsch. Ich habe mich gerade verrechnet. Sorry, my bad. Wir sind an dritter Stelle. Weil wir haben nur 2 Punkte derzeit. Hab ich vergessen, dass mir noch ein Sieg fehlen würde dazu.
So, Arschavin. Ja, das war blöd von ihm. So, der Einwurf. Nicht so gut gemeinte Rettungsaktion. Ich würde mal sagen, wir wechseln mal aus. Mkhitaryan kommt für. Quatsch, Schein kommt für Mkhitaryan. Und. Oh, ich wollte schon fast sagen, da kam das 1 zu 0, das wäre dann sogar mit Ansage gewesen. Bin fast wie verwandelt und gibt es einen Abseits? Nö. Hä? Der Ball war draußen? Hatte gar nicht so gesehen gehabt. So, Aubameyang auf Lewandowski. Aubameyang auf Lewandowski. Gündogan versucht selber, hätte er mehr draus machen müssen. Aber hätte, hätte, Fahrradkette und schöne Konterchance. Zwei Leute alleine vor dem Tor und das war logisch. Das war durchaus logisch. Ich meine, die kann man nicht zu alleine stehen lassen. Also eher rennen lassen. Mann. So, Gün. Dorn, ja, super. Ja, Hulk. Und jetzt immerhin nur noch drei Verteidiger, warum auch immer Subotic auf einmal gebremst hat, um hinter den Mann zu kommen, weiß ich nicht. Er war vorher vorne. Gut, Lewandowski und 1:1. Wunderbar. Und Tor. Immerhin. Auch wenn ich ehrlich zugeben muss, dass ich nicht erfreut bin. So im Großen und Ganzen über die Leistung. Vor allem in der Abwehr. So. Subotic, der bewegt sich ja nach wie vor auf gefährlichem Gleis. Und Lewandowski hat es wieder versucht und den Final voll gewertet zu haben, okay. Aber es wird wahrscheinlich nichts. Das war mit Ansage. Muss Reus wieder gesund werden, der so, so der Hauptspezialist, was Freistöße angeht. So. Immerhin hat man die Abwehr halbwegs schnell geschaltet. Und Aubameyang rennt nicht mehr so weit nach vorne. Das ist auch gut. So. Mir war.
jetzt wo ich das 3D-Spiel nochmal weiterziehe, mir war was aufgefallen, und zwar hatte ich mir mal eine eigene Mannschaft erstellt gehabt und die Spieler hatten irgendwie so einen Bug gehabt. Und zwar fingen die auf einmal super. Fingen die auf einmal an, immer schneller und schneller zu beschleunigen. Und ja, die sind dann einfach nur noch gerannt. Wenn sie dann direkt vom Tor sind, sind sie mitsamt dem Ball ins Tor rin gerannt. Wenn nicht, dann sind sie mit dem Ball ins Ausgerannt. Und das war richtig scheiße, dass ihr meinen Top-Stürmer verletzt habt. Das ist jetzt sehr schlecht. Ich meine, es kommt wieder zu einem direkten Duell und wir haben noch nicht in der Champions League verloren. Also, Duxch. Du bist so mein kleiner Hoffnungsträger. Achso, nee. Ups. Okay, dann schauen wir uns das Ganze mal an. Wir verlieren nicht.